Was für eine... Die Sache ist, wir lachen über seine Frisur, er lacht wahrscheinlich über unsere Bankkonten. Ich glaube, ich müsste mal zum Arzt gehen, damit er meinen Kopf anschaut. Da wäre fast ein Unfall passiert. Und damit einen guten Morgen! YouTube, was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es, dem Wetter nach zu urteilen, blendend. Wir haben fast 30 Grad. Es ist viel zu warm, um irgendwas Langärmiges zu tragen. Deswegen bin ich im T-Shirt unterwegs. Handschuhe habe ich mich bis gerade eben auch noch entschieden. Soll ich sie anhaben oder nicht? Safety first. Von daher sind sie angezogen. Ich war bis gerade eben noch ein bisschen unterwegs, musste was einkaufen gehen. Zu der Story komme ich gleich. Von daher bin ich jetzt gleich nicht überrascht, wenn der Ring komplett voll ist. Man weiß, muss der Fahrrad, muss da durch. Was für ein Hund. Fahr doch, geh doch einfach über eine Ampel oder sowas. Ja, der. Was für eine... Lass mich doch einfach rein, was ist denn so schwer daran? Ein Glück war der Motor warm, dass ich bis zum Begrenzer drehen konnte, Junge. Ansonsten hätte es mir jetzt ein bisschen wehgetan im Herzen. Direkt wieder Road Rage, oder? Digga, wenn ich wieder Road Rage in den Titel pack, die Leute werden ausrasten. Beim letzten Mal habe ich auch schon Kommentare bekommen. Hä, wo ist denn das Road Rage für die paar Sekunden da? Na, safe packe ich es rein, Mann. Klicks auf den Nacken vom Algorithmus. Ey, ich verfehle so oft in letzter Zeit den zweiten Gang, Mann. Was los? Also, solange wir uns bewegen, ist alles okay. Da hält man die Hitze noch irgendwie aus. Wenn wir stehen, haben wir ein Problem. Den habe ich gerade Freestyle rausgehauen. 100 Bars kommen dann morgen, keine Sorge. Ah, stelle ich mich hinten an oder nicht? Der Range Rover checkt auch nicht, dass das nicht die Rechtsabbiegerspur, sondern die Busspur. Bruder, du bist da komplett fehl am Platz, das ist dir schon klar, oder? Alter, Digga, der ist so lost in seinem Kopf, Mann. Ah, genau, die Story. Ich wohne ja jetzt seit knapp 2 Wochen allein zu Hause. Ich dachte mir so, gut, kein Problem, es ist eh noch Tabak da, es ist Kohle da, ich kann Shisha rauchen, so viel ich will. Es stört niemanden, ich bin ja eh allein. Ich habe jetzt in 2 Wochen 3-mal geraucht, weil ich keine Zeit hatte. Heute beim 3. Mal. Bruder, ich bin so ein Vollidiot. Ich habe den Kohleanzünder angemacht und der ist ja mit dem Kabel, ne? Und das Kabel ist noch ziemlich neu, deswegen ist es immer so geknickt. Ihr wisst schon so, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Man kann sagen, das Plastik hat den Ring um die Heizspirale gegrüßt. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es erst später gecheckt, als ich gesehen habe, ui, da raucht sie ein bisschen. Ein Glück ist es nicht zum Kurzschluss gekommen. Ich habe den Kohleanzünder ausgemacht und weil ich mir nicht safe genug war, habe ich die Sicherung rausgenommen, bevor ich ihn aus der Steckdose gezogen habe. Jetzt muss ich einen neuen Kohleanzünder kaufen gehen. Ja moin, 30 Euro wieder ausgegeben, wegen meiner Dummheit. Ja, ich weiß, Polizei ist da vorne. Deswegen bleibe ich auch neben der stehen. Soll ich überholen oder nicht? Was glaubt ihr, sagt die Polizei dazu, wenn man filtert? Digga, gebt euch die Frisur. What the f***? Also die Frisur ist on fleek. Die Sache ist, wir lachen über seine Frisur. Er lacht wahrscheinlich über unsere Bankkonten. Ich hätte mal so eine Frage an alle Männer mit Haarausfall. Ab wann ist das Stadium erreicht, wo man sich selber nur noch sagt, bringt doch alles eh nichts. Einfach runter. Ich meine, bei dem Herrn wäre ich in seinen Schuhen. Ich würde mir da kein Eck mehr antun. Rasierer, gib ihm. Welchen Tag haben wir denn heute? Donnerstag. Ich bin komplett lost. Heute den ganzen Tag schon. Ich, ohne Spaß, ich glaube, ich müsste mal zum Arzt gehen, damit er meinen Kopf anschaut. Digga, ich habe, no joke, eine halbe Stunde meine Motorradschlüssel gesucht, weil ich sie nicht gefunden habe. Wo waren sie? In der Jeans, die ich vor einer halben Stunde gewaschen habe. Alles klar. Wenigstens glänzt jetzt der Schlüssel, weißt? Zumindest eine gute Sache hat das Ganze. Dann meine Kopfhörer. Auch halbe Stunde gesucht. Ich so, ich habe keinen Bock, jetzt neue Kopfhörer kaufen zu gehen. Die kosten zwar nur, ich glaube, 10 Euro oder so. Aber ich habe keinen Bock auf den Stress gehabt. Dann hatte ich keinen Bock, mir Kopfhörer kaufen zu gehen. Ich setze mich zu Hause hin, an PC, heb meine Kopfhörer auf, vom PC halt. Darunter liegen sie einfach. Warum liegen die da? Und ab da wurde mir klar, Bruder, du musst ganz dringend zum Arzt. Ganz, ganz dringend. Ihr könnt jetzt euer Geld setzen. Ist die G-Klasse da oder nicht? Nein, dafür beim GLE. Das ist auch ein Viech, Digga, mit Trittbrett unten. Ohlala. Alles klar, die ist safe 13, Digga. Ganz schnell weg. Ja, kleiner Mann, aufpassen.
der ML so, mir gehören einfach alle Spuren. Der checkt halt nicht, dass das keine Fahrbahn ist dort rechts. Was hat denn der da? Ein Cape? Ich glaube, wir haben soeben Superman gefunden, Jungs. Als ich dich sah, dachte ich mir, Mashallah. Mashallah? Was ist denn da drin? Also YouTube, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Euch schadet es nicht und mir tut es nur gut. Ansonsten genießt das schöne Wetter, auch wenn ich glaube, ob jetzt wieder komplett Katastrophenwetter ansteht. Jebiger, was soll man machen? Genießt das schöne Regenwetter dann halt. Bleibt mir gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla. Der musste noch sein.